Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zoo 2 Animal Park. So, ich würde sagen, wir machen erstmal ein bisschen Ordnung, denn ich denke mal, ich werde es auf dem Thumbnail schon verewigt haben und im Titel. Ich möchte mir ganz gern heute etwas gönnen. Ich habe gestern extra noch ein bisschen auch Ingame-Videos geguckt, um meine Diamanten voll zu kriegen, damit ich mir heute endlich den zweiten Komodo-Varan kaufen kann. Ja, und dann können wir da nämlich auch in die Zucht starten. Und ich glaube, das wäre ganz gut aktuell. Wobei, naja, ehe wir da so weit sind, dass da eine Zucht klappen könnte, ja, ist diese Zuchtwoche, glaube ich, auch schon wieder rum. Aber gut, wer weiß. Vielleicht hat man ja mal Glück. Man weiß es ja nie so genau. Na, das möchte ich ganz gern ausprobieren, dass wir da denn starten können. Und ja, das machen wir dann auch, wenn wir hier aufgeräumt haben. Ja, ist ja immer so erstmal mein Ziel, dass wir hier gemeinsam erstmal den Zoo ein bisschen aufräumen. Ne? Jeden Morgen dasselbe Prozedere. Und ja, ich nehme heute mal nicht abends auf, sondern direkt morgens, Mittwoch. Ist auch mal was. So, dann gucken wir mal. Ach, da sind wir schon beim Glücksrad. Irgendjemand hat sich offensichtlich gewünscht, dass ich ein Tierchen kriege. Ja, das war leider nicht der Pinguin. Aber es war der Mandrill. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Also es hatte mal geklappt, dass ich endlich mal ein Puzzleteil für den Mandrill kriege. Finde ich sehr, 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 sehr gut. Ach, diese Blitze brauche ich immer gar nicht. Meine Güte. Naja, gut. Vielleicht räume ich ja irgendwann mal wieder um hier. Man weiß es. Oh, ja, nicht so genau. Jetzt habe ich wieder eine Taste gedrückt da unten, die ich gar nicht drücken will. Aber gut. Ja, also ich habe dann doch mal Glück gehabt und noch mal was Schönes aus dem Glücksrad rausbekommen. Yay! Habe ich mich auch wieder mal sehr drüber gefreut, weil ich weiß nicht, wie lange ich dieses im Endeffekt schon, naja, also wie lange ich darauf jetzt schon gewartet habe, dass ich da mal was bekomme, beziehungsweise überhaupt von diesen Aufgaben hier an der Seite, ne? Dass ich da mal Tierchen, ja, zumindest über Puzzleteile bekomme. Das ist ja doch manchmal, ja, es dauert, aber es kommt irgendwann. Also man muss nur Geduld haben, dann läuft das von ganz alleine. Ja, gucken wir mal, ne? So, sehr gut. Dann machen wir hier erstmal noch den ganzen Rest fertig. Na, ihr kleinen Mondbärchen. Na, alles schick. Ja, und ich züchte hier im Moment noch ganz, ganz dolle, beziehungsweise habe ich gerade schon, sag ich mal, die Hasen und Pferde befreit aus der Zucht. Da muss ich gleich mal gucken, dass wir gleich nochmal neu starten. Und na gut, das werde ich jetzt, sag ich mal, vor Eventende dann nicht mehr schaffen, dann mit den Pferden, dass man da alles abgibt. Oder was heißt abgibt schon, aber naja, das, was vielleicht jetzt danach noch kommt, das werde ich denn nicht mehr schaffen, zeitlich gesehen. Aber macht ja nichts. Wenn denn eine Zucht klappt, man weiß es ja eh immer nicht. Und da wir ja nun diese Zwillinge kriegen, ist das äußerst praktisch. Ja, man kommt hier doch ein bisschen besser voran. Sehr, sehr gut. Ja, da habe ich ja dann von den Pferden, also da habe ich jetzt keinen Screenshot von gemacht, aber von den normalen Pferdchen habe ich ja zum Beispiel gestern schon gleich Zwillinge bekommen, ne? Also Level 7 Zwillinge, das ist dann schon mal ganz nett gewesen, dass man da ein bisschen vorwärts kommt, ne? So, dann machen wir hier gleich mal bei den Schafis noch ein bisschen weiter. Sehr schön. Man weiß es ja nie. So, warte mal. Dann gucken wir doch hier bei den Hasis mal rein. Ja, die sind alle soweit ready. 35%, ja, ich denke, da kommen wir doch ganz gut vorwärts. Hallo, darf ich das hier mal anklicken? Danke. Es ist äußerst zuvorkommend, sehr gut. So, haben wir das auch. Können wir wieder normal weitermachen. Dass wir da einfach nochmal unseren Bestand ein bisschen erhöhen, ne, an höherleveligen Tieren.
Ich meine, ehe die denn ausgewachsen sind, ist die Woche schon rum. Aber es bringt einen ja doch ein bisschen weiter, wenn man dann gleich zwei auf einmal rauskriegt. Ne? Also ich finde das eine sehr gute Sache. Könnte öfter mal sein, diese ja, Mehrlingsgeburten oder diese Zwillingswoche. Ja, bin mal gespannt, ob nächste Woche denn die Drillingswoche kommt. Das wäre ja nicht schlecht. Dann könnte man so mal richtig in die Vollen gehen. Aber gut. Was nicht ist, ist nicht. So, warte. Ey, lass mich bitte hier was klicken. Jetzt. Gut. Manchmal hängt es sich ein bisschen auf hier. So. Hier noch sauber, da sauber. Na, ihr kleinen Süßen. Ja gut, so klein sind sie gar nicht. Aber ja, sie sind süß. So, hier noch. Warte mal, dann machen wir gleich mal hier oben die Aquarium-Ecke sauber. Hier muss ich ja immer per Hand machen. Hier habe ich noch kein Spielgerät drin. Könnte ich ja eigentlich auch mal machen. Aber ich vergesse das auch immer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann mal, solange es nur so wenig Gehege sind, die ich manuell, sag ich mal, putzen oder, naja, wie soll ich sagen, bespielen muss, ist das alles nicht so traurig, dramatisch. Oh mein Gott, das ist, glaube ich, vielleicht doch noch ein bisschen früh. Naja, wer weiß. Ja, jetzt habe ich schon überlegt, was ich noch alles so züchten könnte. Was vielleicht sinnvoll wäre, ne? Also da, wo ich vielleicht nur drei drin habe oder nur zwei. Vielleicht hat man ja Glück, dass in der Woche was klappt, ne? Dann müsste ich mich nochmal in Ruhe mit beschäftigen, was ich denn hier noch züchten könnte, um ein bisschen vorwärts zu kommen. Wobei ich ja im Moment auch so ein bisschen dran bin, diese Level zu erhöhen, ne? Da, wo ich die vier habe. Aber vielleicht sollte ich da wirklich erstmal drauf so gehen, dass ich hier auf die vier Tierchen komme. Dass ich den Rest erstmal so ein bisschen außen vor lasse. Ja, guck mal, ist immer noch ein Baby. Wie niedlich. Diese kleinen Erdferkel, voll niedlich. Ja. Ja, so wie hier. Ja, man könnte ja bei den beiden mal züchten. Ja, wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. So. Aber das gucke ich dann, dass ich das nach dem Video mir mal was raussuche. Denke ich zumindest mal, was ich denn züchten kann. Irgendwas, was so ganz, ja, so wie die beiden, ne? Die sind ja auch knuffig. Also eigentlich alles. Das heißt, mal wieder, wir brauchen mehr Zuchtplätze. Die sind immer so schnell belegt. Ja. Und vor allem so lange belegt, ne? Das ist schon, ja, nicht ohne. So, ihr werdet auch gleich nochmal in Gang geworfen. Da war nämlich gestern Abend hier alles voll. 21, so, jetzt habe ich noch drei Plätze frei. Na, Halleluja. Das kann ja was werden. Muss ich mit Bedacht rangehen und mir was aussuchen. So. Aber ich denke, es wäre ganz gut, war, wenn ich jetzt versuche, von diesen Zweierplätzen, naja, ein bisschen was zu züchten, ja. 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 Eieieiei. Springt er wieder sonst wohin? Ja. Guti, guti, guti. Gleich geschafft. Gleich sind wir durch. Ach, immerzu gehen hier diese Sachen kaputt. Meine Güte. Ich bin doch jung und brauche das Geld. Immerzu muss man hier was reparieren. Sauerei. Ja, ihr zwei noch. Ja. Könnte man auch mal versuchen, da noch mal vorwärts zu kommen. Naja, gut. Wo fehlt denn hier noch was? Aha, hier. Yay. Ja. Wenn es denn aktiv wäre, wäre das vielleicht nicht schlecht gewesen. Aber ja, ist halt nicht. Ja. Gut. Ich sehe schon, das Level abschaffen wir nicht. Nee, es waren auch noch zu viele Erfahrungspunkte. Guck mal, noch 146.000. Ich denke der mal morgen. Nein. Aber da gibt es voll die schönen Sachen, ja. Gibt es ja dann wieder 80 Diamanten, 8 seltene Truhen, Zwergpalme. Sehr cool. Naja gut, kriegen wir alles hin. So, dann gucken wir doch mal, wo unser kleiner Kumpel hier ist. Ach, ich habe den gestern schon ganz doll gesucht. Hier ist er. Hier ist unser einsamer kleiner Kumpel. Und ich würde sagen,
da ich mir die 95 Diamanten hier erarbeitet habe und ich sonst, glaube ich, nie so ein Commodore-Ran voll kriege, kaufen wir das jetzt einfach mal. Und da sind wir wieder bei Null. Yay! Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Dann gucke ich mal, ob ich hier irgendwo oder so in welchem Dschungelgehege, sagen wir es mal lieber so, ich hier meinen Stall habe. Ne, bei euch war ich ja schon längst durch. Hier. Bei den kleinen, aber das ist nur Stufe 2. Warte mal, ich habe eine Stufe 3, glaube ich, irgendwo. Ich glaube, ich habe irgendwo einen Stufe 3 Stall. Es tut mir sehr leid, wir müssen jetzt hier mal so ein bisschen hin und her scrollen. Ich muss erstmal gucken, wo ist der andere Stall. Bin mir sehr sicher, dass ich die auf, also da einen Level 3 Stall hatte. Hier unten auf keinen Fall. Ne, da habe ich noch gar nichts angefangen zu züchten. Sagen Sie mal. Das ist ja wieder ein Ding hier. Immer wenn man was sucht, ne? Ihr seid zu viert. Ihr habt keinen Stall bekommen. Dann ist das wohl. Dann muss es ja der sein. Einen anderen habe ich nicht. Nee, scheint so. Schade. Schade, schade, schade. Dann muss ich den jetzt bestimmt ausbauen, ne? Um da züchten zu können. Na, das ist doch ein Ding. Ich dachte echt, ich habe einen. Bei euch hier ist auch keiner drin. Nee. Es wird so kommen, ne? Oh nee, ich kann sie tatsächlich züchten. Sehr gut. Oh, 3800. Naja gut, vielleicht habe ich ja Glück, dass, sag ich mal, ich diese Woche auch mal mit niedrigen Prozenten hier was züchten kann. Das wäre ja mal nicht schlecht. Und dann haben wir ja... Ach, ich freue mich. Endlich da mal wieder, also noch ein Tier, was wir wieder züchten können. Ja, jetzt überlege ich, wo wir züchten, um die nächsten Gehege vielleicht durch das Event voll zu kriegen. Wollen wir hier züchten? Oder... Warte mal, haben wir noch mal irgendwo was? Von den normalen Gehegen, sage ich jetzt mal, ne? Also von diesen Grasgehegen, wo wir da noch ein bisschen was nachzüchten könnten. Aber ich glaube, hier sind überall schon alle voll, ne? Er ist ja alleine. Okay, okay, okay. Ihr seid schon zu viert. Gut, den Biber, aber die sind zu dritt. Da wäre es eigentlich schade, wenn man das jetzt dafür verballert. Ja. Na, ich würde sagen, dann bleiben ja nur noch die Störchen, ne? Und gucken wir doch mal, was die so Schönes kosten. Oha, auch so viel. Entschuldigung. Und dann suchen wir uns noch was aus. Vielleicht hier. So kleinen Wombats. Wollen wir bei den Wombats mal weitermachen? Ja, guck mal, die sind schon bei 9%. Oh Gott. Na gut, es sind jetzt nicht viele Zuchten, die ich diese Woche oder in dieser Woche machen kann, weil ja jedes Mal diese 7 Stunden dazwischen liegen. Aber vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir Glück und können was ja noch zusammenbasteln hier. Ja, sehr gut. Was kriegen wir nämlich noch? 100% Erfahrungspunkte. Variante auf Chancen. Alles klar, erhöhte Chance auf Varianten. Stallpreise, ja gut, brauche ich nicht. Upgrades kann ich mir gerade nicht mehr leisten, weil wegen ist nichts mehr da. Oh je. Aber wir können ja mal gucken, wie viel Platz habe ich denn hier eigentlich? 3 von 4. Ich habe jetzt alle voll, ne? Genau, jetzt sind alle belegt. Eins noch so. Naja, dann brauche ich ja das erst in 8 Stunden mal wieder reingucken, dass wir hier mit den Zuchten vorwärts kommen. Ja, sehr gut. Haben wir wieder was erledigt? Wir haben ein Tier mehr. Das heißt, ich kann hier unten die Zuchtaufgabe bei den Komodo-Varanen endlich in Angriff nehmen, dass wir da ein bisschen vom Fleck kommen wieder. Den Mandrill, ja, werde ich irgendwann denn mal platzieren. Ich bin im Moment nicht ganz so flüssig, was, die Puzzleteile angeht. Ja, wo habe ich denn den? Hier ist er ja, der Mandrill.
Und ich habe jetzt nicht so viele Sachen, die ich eintauschen könnte. Ne? Ich warte jetzt auch noch mal so ein bisschen. Vielleicht kriege ich für den Gelb-Hauben-Kakadu auch noch mal eine Karte. Ne? Dass wir da so ganz, ganz langsam, aber sicher das Ganze auch vorwärts kriegen. Aber gut. Wenn ich jetzt ein Puzzleteil gekriegt habe, dann kriege ich bestimmt nächstes Jahr das zweite. Also, Vor allem 110 Diamanten kostet der. Das ist schon, ja, nicht schlecht, Herr Specht. Gut, ihr Lieben, ich werde dann heute im Laufe des Tages denn oder spätestens morgen mal mein Level abmachen. Schauen wir mal. Ja, dann würde ich sagen, komme ich für diese Folge zum Ende. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch wie immer einen traumhaft schönen Tag. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Also, bis dahin macht's gut. Tschüss.